Er ist 29 Jahre jung, 85,7 Kilogramm bringt er auf die Waage. Sein Profi-Record: ein Sieg, ein Knockout, ein Unentschieden in 7 Kämpfen. Meine Damen und Herren, aus Gliwice, Polen, in Schwarz, hier ist Patryk Polasik! In the blue corner, in der blauen Ecke, 24 Jahre jung, 90,5 Kilogramm bringt er auf die Waage. Und heute gibt er sein Profidebüt zum ersten Mal im Einsatz für Argon Sports. Meine Damen und Herren, aus Bergkamm in Deutschland, in Weiß und Gold, Darius Lasota! Ringrichter Oliver Brien gibt den Kämpfer nochmal die letzten Instruktionen und dann kann es losgehen. Hier im Cruisergewicht. Erste Runde. Darius Lasota gegen Patryk Polasik. Lasota in den weiß-goldenen Shorts, Polasik in den schwarzen Shorts und die Favoritenstellung könnte klarer nicht sein. Lasota, hochdekorierter olympischer Boxer für den Deutschen Boxsportverband, auf vielen internationalen Titelkämpfen unterwegs gewesen, unter anderem auch bei der Weltmeisterschaft, hat sich jetzt dann doch entschieden, Profi zu werden und will hier ein Statement setzen in seinem ersten Kampf. Polasik mit einem Sieg aus 7 Gefechten. Beide tasten sich hier zu Beginn natürlich trotzdem erstmal ab. Auch für Lasota gilt natürlich, das ist ein neues Terrain für ihn, das Profiboxen. Da muss man sich immer erstmal reinfinden. Kontakt zu Argon kam über Peter Strickroth zustande, der damals Lasota zum World Cup in Köln mitgenommen hat. Da hat man sich geeinigt, sollte Lasota mal Profi werden, ist Argon die erste Anlaufstelle. Und er hat sein Wort gehalten. Argon natürlich auch. Und so wurde der Vertrag dann unterschrieben. Die Anlagen sind schön zu erkennen bei ihm. An sich gute Oberkörperbewegungen. Auch eine sehr gute Führhand, die hier wieder gestochen kommt. Und vor allem mit seinen 24 Jahren noch sehr, sehr viel Potenzial. Sehr, sehr junger Mann. Der 1,88 Meter große Hühne, der jetzt hier erstmal fast seinen Gegner in den Schwitzkasten nehmen muss. Polasik taucht ab und hat hier in der ersten Runde bisher offensiv auch noch wenig gezeigt. Ja, schöne Kombination von Lasota links-rechts. Erste Runde, alles in allem aber doch noch verhalten. Natürlich viel, viel mehr Aktivität bei Lasota. Das sollte auf den Punktzetteln auf jeden Fall einige Pluspunkte gebracht haben für den Mann aus Bergkamen. Das ist es. Kombinationen bringen. Wenn Lasota das hier macht, dann wird er seinen Gegner nach Belieben dominieren. Da war unsere Rundenuhr minimal zu langsam. Lasota hat die erste Profirunde seiner Karriere erlebt. Wir haben sie gesehen. Und es waren viele Aktionen wie hier dabei. Sobald er es geschafft hat, eine Kombination an den Mann zu bringen. Zwei Führhände, die rechte gerade. Da war da ganz wenig zu holen für Polasik, der hier schon tief atmet nach Runde 1.
Da sehen wir noch die Schlüssel zum Sieg bei ihm. Müsste natürlich selber viel, viel mehr machen mit der Führhand. Jetzt in der zweiten Runde. Seine Deckung an sich, die war ganz gut, hat wenig klare Treffer kassiert. Von Lasotta, der auch in der Box-Bundesliga aktiv war, für Hannover Seelze damals geboxt. Also der hat wirklich alles mitgenommen, was man im olympischen Boxen mitnehmen kann. Ist dann aus privaten Gründen, weil er seine Großmutter pflegt, Profi geworden. Lange am Bundesstützpunkt Schwerin trainiert, das ging dann nicht mehr. Und daher die Profikarriere. Für ihn der deutlich bessere Weg, um da auch der Familienehre nachzukommen, verdankt seiner Großmutter sehr, sehr viel, Dario Lasotta. Und ist hier wieder fleißig am Fintieren. Wer zuckt zuerst? Das ist Polasik und da muss jetzt Oliver Brien auch mal kurz dazwischen gehen. Ah, das ist gut. Viele Führhände. So den Kampf kontrollieren. Und von Polasik kommt einfach viel, viel zu wenig. Jetzt schöne Kombination von Lasotta. Das macht er exzellent. Die Links-Rechts-Kombination. Wirkt hier aber auch noch etwas abwarten, will sich hier reinfuchsen in seine ersten Profirunden. Der Mann aus Berghamen. Da die erste Attacke gefühlt in dieser Runde und dann gibt es postwendend die Quittung und da sehen wir mal, warum Polasik so selten das Heil in der Offensive sucht. Macht sich da extrem auf. Sobald der Fokus, den er wirklich 100% auf die Defensive legt, der Mann aus Polen in den schwarzen Shorts, sobald der Fokus da auch nur 5% weggeht, ergeben sich ganz, ganz neue Möglichkeiten für Lasotta, der auch diese Runde aus meiner Sicht ganz, ganz deutlich gewonnen haben sollte. Nächste 1-2-Kombination, die fast das Ziel findet. Runde 2. Vorbei, auch die mit deutlichen Vorteilen für den neuen Argonauten, den frischen Transfer zum Ende des letzten Jahres. Lasotta, ja nicht mit dem Team nach Mallorca gereist, studiert nebenbei noch Lehramt, Sport und Sozialwissenschaften, die Fächer. Und hier sehen wir seine Schlüssel zum Sieg, beweglich seinem Oberkörper. Kaum nötig, da die gegnerischen Attacken nicht so wirklich kommen. Die Ringmitte gehört ihm und die Führhand bringt er bereits immer wieder. Man könnte jetzt ad hoc noch die Kombination dazu nehmen, wenn er das wirklich schafft, 1-2 zu schlagen. Oder auch mal eine 3er-4er-Kombination. Dann setzt er seinen Kontrahenten wirklich extrem unter Druck. Polasik wirkt hier aber in meinen Augen doch deutlich überfordert mit dieser Aufgabe, diesen ehemaligen Top-Olympischen Boxer auch nur ansatzweise zu gefährden. Ja, fintiert er immer schön, Lasotta, und bestraft jeden Angriff des polnischen Gegners konsequent. Hat ja auch eine sehr spannende Geschichte, wie er überhaupt mit dem Boxen begonnen hat. Im sehr jungen Alter von 14 Jahren damals Silvesterfeier,
guter Freund, packt die Boxhandschuhe aus und vermöbelt Lasotta richtig am Silvesterabend. Sowas tut natürlich weh. Zwei Tage später hat sich der Mann aus Bergkamen im Boxclub angemeldet. Später auch noch Revanche am Kumpel genommen und seine Karriere gestartet. Und die Rechte, die war richtig schön drin. Jetzt macht Lasotta ernster. Das sind die klaren Treffer, die auch hundertprozentig Wirkung zeigen bei Polasik. Der Kampf ja relativ kurz, 4 Runden. Ganz typisch für ein Profidebüt, haben wir vorhin auch schon beim Kubaner Rodriguez gesehen, der eine Gewichtsklasse drüber im Schwergewicht auch seinen ersten 4-Runder absolviert hat. Cruisergewicht ja international extrem gut besetzt. Opetaia, Pridis, Okoli, Makabu, so die Top-Namen in der Gewichtsklasse, die auch die Gürtel unter sich aufteilen. Da will Darius Lasotta natürlich irgendwann hin. Potenzial ist grundsätzlich bei ihm auch auf jeden Fall da. Bringt viele, viele gute Anlagen mit. Ein Archetyp eines Boxers. Das hier heute soll nur der Aufgalopp sein für seine Karriere. Auch die 3. Runde gegen Polasik kontrolliert der neue Argonaut komplett. Schöner Harlekin da auf dem Rücken des Mannes aus Polen. Von diesem Spirit könnte er mehr gebrauchen im Ring. Wirkt hier zu zögerlich, um Lasotta auch nur ansatzweise zu gefährden. Die Rechte gerade das ein oder andere Mal voll drin. Der Treffer hier hat sicher wehgetan. Auch die Führhand. Ein ganz klares Mittel mit dem Mittel Lasotta den Kampf hier klar kontrolliert. Die letzte Runde. Die Runde 4. Wird sie nochmal eine überraschende Wendung bringen? Oder bringt Lasotta hier den ersten Sieg seiner Profikarriere deutlich und klar nach Hause? Seconds out. Ringfrei zur 4. und letzten Runde. 4th and final round. Die letzte Runde unseres 3. Gefechts. Darius Lasotta im Cruisergewicht. Will er angreifen? Könnte ja sowieso wirklich für alle Boxställe in Deutschland eine ganz interessante Phase auf uns zukommen oder auf sie zukommen. Unabhängig von Lasotta, der hier wieder schön die Führhand immer wieder ins Gesicht bringt des Gegners. Sollte Olympia tatsächlich ohne Boxen stattfinden, im nächsten Jahr würden auf einen Schlag extrem viele sehr, sehr gute olympische Boxer den Weg zu den Profis suchen. Das ist aber alles noch nicht sicher. Bei Lasotta war es unabhängig von Olympia, dass er diese Entscheidung getroffen hat. Jetzt gibt er hier nochmal mehr Gas. Er weiß auch, das ist die letzte Runde seines Abends. Treibt hier Polasik vor sich her. Ja, schön zu sehen, wenn Polasik was versucht. Der wird eiskalt abgekontert vom Mann aus Bergkamen. Lasotta hier einfach hoch überlegen. Und er wird diesen Kampf definitiv
nach Hause bringen. Letzte Minute in der letzten Runde. Danach ist ja mit Haro Matevosian einer der Argonauten schlechthin im Ring zu sehen. Unglaublich lange schon hier im Boxstall mit dabei. Der Superweltergewichtler. Wird der erste Titelkampf des Abends. Da will er Sotta auch demnächst hin zu den ersten Titeln. Das hier heute war schon mal ein erster Schritt in diese Richtung. Typischer Aufbaukampf, wie er im Boxen üblich ist. Der Übergang vom olympischen Boxen ins Profiboxen. Einfach relativ groß. Von daher absolviert Lasotta hier die Standardprüfung. Und die besteht er mit einer 1. Klarer Sieg. Da lege ich mich jetzt fest für den Neu-Argonauten. Die letzten Sekunden laufen. Und sind dann auch vorbei. Darius Lasotta. Nochmal mit einem Lächeln in die Kamera. Faire Geste. Bald da schon. Die Siegerpose. Cheick Kulkay auch in der Ecke. Bei Lasotta. Der Veteran im Argon-Boxstall wartet ja immer noch auf seinen WM-Kampf, Interims-WM, könnte demnächst anstehen bei Kulkay. Das hier war, oder wir sehen hier Polasik, der offensiv einfach viel zu wenig gezeigt hat in meinen Augen, um diesen Kampf hier irgendwie erfolgreich zu bestreiten, der hier keine Argumente gesammelt haben dürfte für viele Punkte auf den Zetteln. Wir werden hier gleich zum obligatorischen Urteil kommen. Und diesen Mann hier werden wir sicher dieses Jahr noch das ein oder andere Mal im Ring sehen. Gerade zu Beginn der Karriere ist es schon üblich, dass die Profiboxer mehrere Kämpfe machen im Jahr. Später kann es dann tatsächlich sein, dass da teilweise nur noch ein Kampf gemacht wird auf höchstem Niveau. Haben wir sehr, sehr oft erlebt. Auch Cheick Kulkay letztes Jahr mit nur in Anführungsstrichen einem Gefecht. Aber jetzt kommen wir zum Urteil unseres Cruiser-Gewichtskampfs. Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, der Sieger dieses Kampfes, the winner of this fight by unanimous decision, einstimmig, in weiß, Darius Lasotta!